So, hallo, wir machen weiter. Beim. Super. Brain Lag. Guter Start. Beim Super Mario Maker 2. Ich habe gesehen, hier ist ein Joris neues Level und ein Wallchumps Level von Vicaris. Davor habe ich Angst, davor nicht. Gucken wir mal. Joris 3,5 hat mir mal wieder gesagt, was ich bauen soll. Riso XC. Okay, ich finde super, dass hier Riso thematisiert wird. Sehr schön. Guter Typ. Nein, also, okay. Let's go. Schauen wir mal, was Joris so wollte. Joris wollte einen Hügel mit einer Katze oben drauf. Dann kann man erstmal hier wieder runter. Dann merkt man, das ist die falsche Richtung. Und dann geht man die richtige Richtung. Whee! Und da ist das typische Herz. Das darf nicht fehlen. Das sammeln wir natürlich gleich ein. So. Und da ist noch eine Katze, falls man die erste verpasst hat. Und so kommen wir leider hier nicht hoch. Dann müssen wir dann hier durchgehen. Hui. Und wieder zurück. Hui, weil wir nehmen die Katze noch mit. So. Punkte. Alles für die Punkte. Und dann geht's hier runter. Oh, und jetzt dachte ich, wir kommen schon beim Ziel raus. Aber da wurde ich ausgetrickst. Wir kommen noch gar nicht beim Ziel raus. Wir müssen nämlich erst noch in diese Röhre gehen. Und jetzt kommen wir beim Ziel raus. Oh, wir kommen immer noch nicht beim Ziel raus. Gut, dass wir die Katze dabei haben. Dann können wir nämlich die Blöcke hier kaputt machen. Und mit diesem Schlüssel hier, den hat jemand liegen lassen, kommen wir zum Glück in diese Tür rein. Ah, man kommt überhaupt nicht durch die Röhre. Oh, das ist auch eine interessante Idee. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt klettern wir noch hier hoch, schaffen es leider nicht ganz. Okay. Ja, ist doch ein schönes Level. So. Dann machen wir weiter. Ich überlege gerade noch, aber nein. Wir holen uns nicht den Weltrekord. Walljumps and Platforming. Ich schätze mal, dieses Level wird mich jetzt genug fordern. Ein sehr unkreatives Level. Okay. Wir gucken mal, Vicaris. Wir gucken mal, was du gebaut hast. Um uns zu quälen. Und zu foltern. Was irgendwie fast das gleiche ist, aber egal. Hui. Ja. Gut. So, also irgendwie kann ich Millionen Wege gehen. Ich kann hier hoch. Ah, das ist nur für eine Münze. Aber die holen wir uns wohl doch nicht. Okay. Uiuiuiuiui. Ah, das ist immer so ein Ding, das lerne ich nicht, wie man da ordentlich, entweder man springt, ist es gedacht, dass man da ganz spät abspringt, oder was genau mache ich an solchen, weil solche Stellen habe ich immer wieder, dass ich da dann in die Stachel rüberspringe, weil ich nicht weiß, ist es einfach gedacht, spät zu springen, ja, hier anscheinend schon. Hier ist es einfach gedacht, spät zu springen. Oh mein Gott. Okay, verstanden. Hier ist es gedacht, spät zu springen, weil ich, manchmal kann es ja auch sein, dass man sich irgendwie von der Wand löst und dann mit so einem Twirl nach drüben geht oder so. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nicht weiß, wie man diese Stellen ordentlich spielt. Okay, aber bis zum Checkpoint kriegen wir das schon mal hin. Das ist doch schon mal sehr gut. Also hier möglichst spät springen. Ja, okay. Jetzt hier ganz schnell rüber und... Oh, ist das knapp. Okay. But we did it. So, das ist eine Reset-Tür, oder was? Ach so. Da komme ich nachher mit einer Plattform runter. Verstanden. Okay, da komme ich nachher mit einer Plattform runter. Und dann kann ich in die Tür reingehen. Okay. Dann geht jetzt wahrscheinlich der Spaß richtig los. Hier kommt jetzt die Plattform irgendwann her. Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, warum du das Level als unkreativ bezeichnest. Es ist halt ein Level. Also...
hat Ideen. Dass du das Rad nicht komplett neu erfinden kannst, ist doch klar. Und hier kommt meine Plattform. Genau. Also finde ich okay. Ist doch alles in Ordnung. So. Nice. Nächster Checkpoint. Und jetzt hier. Oh mein Gott. Oh. Okay, da muss ich wieder so ein bisschen. Am besten gar nicht an die Wand, sondern direkt an die andere. Ha. Dass ich irgendwie. Ja, genau. Oh, das fährt jetzt. Oh, das habe ich. Nee, das habe ich anders. Das habe ich nicht. Das habe ich anders eingeschätzt. Da bleibe ich erst ein bisschen auf der Plattform drauf. Huch. Das war. Nicht, was ich wollte. Okay, jetzt. Wird aber vielleicht. Nee, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Man käme zwar runter, aber ich glaube, man käme nicht mehr rüber. Dafür braucht man die Plattform. Na, sonst kommt man nicht an die Wand da drüben ran. So, jetzt fahren wir hier erst eine Runde und springen relativ spät ab. Dann ist das nämlich nicht das Problem. Na, ist doch aber. Ist doch echt, das ist doch ein schönes Level. Oh, passt doch. Gutes Level. Muss ja nicht immer super schwierig sein, alles. Ich meine, so ein schönes Wandsprung- und Plattformlevel gewesen. Kann man doch so anbieten. Wäre ich nicht so oft gestorben nach dem Checkpoint, hätte ich sogar den aktuellen Weltrekord gebrochen. Aber es haben auch noch nicht so viele gespielt. Also unkreativ ist daran jetzt nichts gewesen. Ne? Wie gesagt, also da finde ich das deutlich kreativer als die Dinge, die bei beliebt ganz oben sind. Ja, naja, okay. Gut. Was mir eingefallen ist, ist, dass ich nach dem letzten Dingswan gesagt habe, wir haben Level zum Spielen. Und ich habe kein einziges davon mir bisher angeguckt. Das ist natürlich blöd. Weil jetzt sind die ganz weit unten irgendwo gelandet und ich habe keine Ahnung mehr, was das für welche waren. Weil wir hatten mit dem Troll-Level aufgehört. Und dann habe ich das Troll-Level gespielt. Das da. Und alles andere habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. So das hier zum Beispiel werden wir eh nicht schaffen. Das ist das, wo man so ganz knapp irgendwie durch die Stachel da durchspringen muss. Nee, das ist nichts für mich. Das ist das mit den Bomben gewesen, ne? Oh, das hat aber eine 0%-Rate. Das ist ein Uncleared Super Expert Level. Ja, und mein Fehler, als ich die Uncleared Level gesucht habe, war, dass ich nicht auf Expert gestellt hatte, übrigens. Das ist also, das sollte man tun. Aber das Ding ist uncleared bisher. Das sah gar nicht so schlimm aus. Es war halt für mich schwierig, aber okay, das Ding ist bisher uncleared. Das lässt mich natürlich ein bisschen Sorge aufkommen. Dann gucken wir mal, wie lang das angesetzt ist. Wie lang das Stück sein soll. Also was hat der Ersteller für eine Zeit gebraucht? Weil wir haben keinen Weltrekord. Ich kann also nur über die Level-Infos gucken. Aha! Okay, das ist super kurz. Das ist super. Okay, das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Das ist super kurz. Das probieren wir aus. Wir haben es jetzt ja auch gesehen, ne? Es ist praktisch einmal komplett hier ein bisschen durch und dann ist in dem Raum schon das Ziel. Und ich muss wahrscheinlich nur. Das ist halt das Problem, dass man durch diese großen Explosionen da mit reingerissen wird. Das ist so das Ding. Aber ansonsten. Na Mist. Aber ansonsten könnte das machbar sein. Wir probieren es mal ein bisschen aus. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Wir haben ja schon andere Level in dem Part gehabt. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit. Da, die Ecke darf ich nicht mitnehmen. Da muss ich dran vorbeispringen. Die Ecke darf ich nicht mitnehmen. Vielleicht mit einem Drehsprung.
Achso, nehme ich die Ecke auch mit. Dann muss ich später springen. Dann muss ich später springen. Da habe ich zu lange gewartet mit Springen. Okay. Ah, jetzt bin ich ungeduldig. Dann warten wir halt wirklich, bis das hier durch ist. So. Also, jedes Mal mache ich das. Ich muss warten. Ich muss mehr warten. Ich muss wirklich mehr warten. Ja, genau. Und dann geht's da irgendwie weiter. Es ist schon schwierig, aber halt nicht lang schwierig. Ich denke, wir kriegen das hin. Mal gucken, was noch kommt. Für Super Expert One war es auf jeden Fall zu krass. Aber wenn ich jetzt sehe, 18 Sekunden hat der Typ gebraucht. Und viel kürzer kann es ja auch nicht sein, weil du wirst ja eh durch diese Welt, durch das Level durchgedrückt. Das heißt, es kann die Zeit nicht viel kürzer werden. Das heißt, man muss nicht allzu viel schaffen. Da hätte ich jetzt springen müssen noch, okay. Und jetzt hat man ja schon. Wie viele Sekunden hat man schon weg? 10. Sind ja danach nur noch 8 Sekunden. Ah! Okay, ich muss am besten immer auf den Dingern landen, nicht mehr auf den Bomben. Weil sobald dieses Ding bei mir angekommen ist, ist im Grunde vorbei. Na, sobald dieses Ding bei mir angekommen ist, bin immer da, wo ich bin, explodieren auch die Bomben. Das heißt, ich kann eigentlich schon nicht mehr auf den Dingern drauf landen. Ich muss direkt auf die nächste, auf das nächste Fließband kommen. Ich denke auch nicht, dass man schneller als das Teil sein kann. Oh, kann man doch. Okay, das waren schon 11 Sekunden. Vielleicht kann man wirklich ganz schnell abspringen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde die Idee halt schon... Ah, oh, diese Ecke. Ich finde die Idee halt irgendwie schon lustig. Ich fände es halt jetzt wieder ärgerlich, wenn ich jetzt mir wieder die Zeit nehme und am Ende dann doch aufgebe. Aber noch habe ich nicht das Gefühl, dass Aufgeben eine Option ist. Also ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt nicht den ganzen Part über nur noch dieses Level spielen. Ich würde ganz gerne noch ein paar mehr Level davon angucken, von dem Run. Nein, ich habe... Okay, weiter als das waren wir bisher noch nicht. Diese 99 Sekunden hatten wir schon mal, aber weiter als das waren wir noch nicht. Nein, ach man. Man müsste halt konsistent durchkommen. Das wär gut. Dass man immer nur das testen kann, wo man... Davor, oh Gott. Aber ich glaube, von danach bis zum nächsten Fließband schaffe ich es gar nicht. Ich glaube, da muss ich ja hier zwischenlanden. Ha. Ja, das war jetzt blöd. Das war da. Da darf ich noch nicht hin. Ich muss bei dem ersten Fließband einen kurzen Sprung und dann muss ich einen langen ausprobieren und gucken, ob das reicht. Also ich würde halt gerne immer von Fließband zu Fließband kommen. Ja, so nicht. Weil dann laufe ich nicht in Gefahr, in die Explosion reinzurennen. Ich wüsste gerne, wie viele Versuche der Ersteller selbst gebraucht hat an dem Level. Und jetzt einen langen Sprung. Okay, das reicht nicht. Das reicht nicht, das hat man jetzt ganz eindeutig gesehen. Ich habe es aber auch nicht geschafft, rechtzeitig dort zu landen. Ich bin direkt in die Explosion reingerasselt.
Muss ich hier schon was anders machen? Oh, wow. Ich muss da richtig knapp abspringen. Ich lande auf jeden Fall auf dieser Bombe. Ich lande auf jeden Fall auf dieser Bombe. Da kann ich machen, was ich will. Das ist scheinbar nicht vermeidbar. Oh je. Das macht die Dinge leider, leider komplizierter. Asch. Ich hoffe mal, es ist nicht pixelperfekt, da abzuspringen. Das wäre ein Problem. Na, diese Ecke. Nein. Oh nee, ich bin hängen. Oh. Ich probier's nochmal kurz, aber hier in die Röhren konnte man eh nicht rein, ne? Das ist hier nicht irgendwie. Und hier ist auch nichts am Rand. Nee. Ja, ja, bin ja schon unterwegs. Ach, wäre das SMW, könnte ich ja mit Spinjump abspringen und würde die Explosion als Dings nutzen. Aber kann ich nicht. Diese Ecke! Immer diese Ecke. Okay, das war weiter. Oder? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein bisschen weiter als die anderen Male. Also ein Sprung müsste es weiter gewesen sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch nicht weiter gewesen sein. Ich weiß noch nicht, wie es am besten ist. Ich weiß es einfach noch nicht. Mich da draufschieben ist am besten. Nicht abspringen, draufschieben und direkt springen davon. Dann lande ich, glaube ich, ganz gut auf dem anderen Ding. Und dann kann ich davon auch wieder ganz gut abspringen. Das erschien mir gerade sinnvoll. Also hier kleiner Sprung, jetzt hier draufschieben lassen, hier von abspringen. Und da kein zu großen Sprung. Wenn ich einen zu großen Sprung mache, lande ich zu spät da drauf. Ich muss das so timen, dass ich vor der Kanone drauf komme und das kann ich nur mit einem kleinen Sprung erreichen. Ach, diese Ecke. Okay. Ja, das war schon wieder zu hoch, ne? Bisschen weniger, bisschen kleinerer Sprung, das müsste funktionieren. Ein bisschen ein kleinerer Sprung, das müsste funktionieren. Nicht sicher, aber könnte funktionieren. Yes! No! Scheiße! Oh, wir waren so nah dran. Okay, wir kommen weiter. Das war richtiger Fortschritt gerade. Das war richtiger Fortschritt gerade. Das war richtiger Fortschritt gerade. Und dann bin ich leider zu bald gesprungen.
Ja, das war wieder zu hoch. Zu bald. Die Ecke. Man kennt sie. Nein! Das wäre gut gewesen, abzuspringen. Das wäre vom Timing her perfekt fürs Abspringen. Leider war es so niedrig, dass ich zerquetscht wurde, bevor ich gelandet bin. Ärgerlich. Ah, die Ecke. Die verfluchte Ecke einfach, ne? Schon wieder. Zu niedrig. Zu niedrig. God dang it. Oh, ich möchte noch einmal so weit kommen wie vorher. Das war richtig gut. Yes. Oh mein Gott, wie schnell geht das Ding da durch? Oh mein Gott, wie schnell geht das Ding da durch? Ah, das war wieder Fortschritt. Aber ich muss auf diesem letzten, also auf dem Fließband den Speed sammeln und dann da wahrscheinlich einfach durchrennen, ne? Das waren ja immer ein große Lücken. Da kann ich einfach drüber rennen. Ich darf dann nicht springen. Also das ist das, was ich das nächste Mal probieren werde, wenn wir da hinkommen sollten. Ach Mist. Ich wollte mich ja draufschieben lassen. Das ist das, was ich das nächste Mal probiere, wenn wir da hinkommen sollten. Nicht dort zu springen. Einfach drüber rennen. Ich kann es kurz demonstrieren. Hier sind ja auch eine Lücken. Na? Da läuft man einfach drüber. Ach, ah, da läuft man ja einfach drüber dann. Oh, wieso mache ich das denn nicht eigentlich hier am Anfang auch schon? Lull. Da muss ich ja gar nicht den komischen Sprung machen. Ich bin ja komplett doof. Eben, hier sind ja reiner Lücken. Da kann ich einfach drüber laufen. Warum mache ich denn mal diesen Sprung? Ja, gut. Ja, das war wieder zu wenig. Ups, da bin ich noch nie gestorben. War ich jetzt so langsam? Auch interessant. Irgendwie muss ich gerade langsamer gewesen sein als sonst. Weil sonst hat es mich da noch nie erwischt. Ach, zu hoch. Das war auch neu. Okay. Hui. 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 Schieb. Oh, zu niedrig. Dang it. Mann, ich hasse das, wenn ich eine Theorie habe, etwas zu spielen und kann meine Theorie einfach nicht testen. Weil ich den Anfang nochmal machen muss. Aber ich will jetzt testen, ob meine Theorie hinten funktioniert. Oh Mann, das habe ich da nicht schon dran gedacht, als ich dort war das erste Mal. Oh yes, oh no. Da sind wir noch nicht gestorben bisher, das war jetzt gerade ärgerlich. Das war jetzt gerade sehr ärgerlich.
Yes, okay, lauf einfach drüber. Lauf. Das reicht nicht. Okay. Immerhin konnte ich meine Theorie testen. Einfach drüber laufen reicht nicht. Der reißt mich trotzdem mit. Oha. Kritisch. Sehr kritisch. Einfach drüber laufen reicht nicht aus. Ups. Puh. Oh Gott, nein. Nein! Ich will das im Video schaffen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Mist! 26 Minuten. Ah! Mache ich Mist hier. Jetzt mache ich Mist hier. Aber wie spiele ich das am Ende dann? Muss ich doch so viel springen, dass ich... Keine Ahnung. Oh Gott, das wird... Oh Gott, das... Wird nicht gut. Das wird nicht gut ausgehen. Aber wenn drüberlaufen nicht reicht, ist es schon echt kritisch. Dang! Ah, das war falsch. Nein, das war wieder zu hoch. Oh Gott. Ich komme so selten da nach hinten, ne? Nein! Eigentlich könnte ich da einen noch kürzeren Sprung machen oder auf dem anderen Fließband landen. Ich muss eigentlich nicht. Also ich glaube, das wäre besser. Dass ich da einen noch kürzeren Sprung mache, um nicht auf dem anderen Eisblock zu landen, sondern auf dem Fließband dazwischen. Weißt du? Oha, jetzt war ich so weit vorne, dass ich mich gar nicht von dem Ding schieben konnte. Auch interessant. Dann einen noch kürzeren. Und dann auf das Fließband drauf. Ich wüsste jetzt nicht, warum das falsch sein sollte. Das kommt mir sogar wie eine ganz coole Idee eigentlich vor. Dang it! Ah, ich hab's verhauen. Mich würde schon interessieren, ob durch so ein Level jemand wie Beast auch einfach sofort durchkommt. Ob die das einfach auf Anhieb reißen, wo andere... 3 Millionen Versuche brauchen, um es zumindest einmal zu schaffen. Scheiße. Halbe Stunde haben wir jetzt. Ah, ich meine, wir haben gar nicht die halbe Stunde des Level gespielt, aber...
wir sind halt partlängentechnisch schon wieder ungünstig. Aber ich bin da so schnell, dass ich gar nicht auf das Fließband nochmal drauf komme. Weil das Ding ja hinter mir mich dann direkt da reindrückt. Ah, spiele ich vielleicht irgendwo was komplett falsch? Kann ja auch sein. Schau mal, ich kann da noch so kurz springen. Ich lande da gar nicht drauf mehr. Ich lande da gar nicht mehr drauf. So, ich ist einfach vorbei. Ja, ich kann da gar nicht mehr. Noch kürzer kann ich ja gar nicht springen, fast. Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, wie das Ende geht. So. Das ist... Oh, diese Ecke. Das ist halt immer noch das Ding. Ich spiele im Moment ein Level seit einer Viertelstunde oder so. Bei dem ich aber immer noch nicht weiß, wie das Ende geht. Es ist nicht nur ein Ausführen der einzelnen Schritte, was jetzt noch fehlt. Sondern ich muss auch noch richtig schnell hier durch am Ende durchkommen. Ich glaube, ich muss über alle Lücken drüber springen. Kann es sein, dass ich die Lücken perfekt nehmen muss? Was anderes kann ich mir eigentlich... Oh mein Gott. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mir ist gerade was aufgefallen. Guckt mal her. Wenn ich an dem Ding dran bin, ist es ganz langsam. Ist das ein Mole, der das Ding bewegt? Muss ja sein, ne? Ich dachte erst, das fährt vielleicht auf irgendeinem schnellen Bullet Bill. Das ist ein Mole. Das Ding passt sich mir an. Was ist denn, wenn ich... Ich habe eine Idee. Lasst mich mal was ausprobieren. Das Gute ist, das kann ich gleich am Anfang testen. Ist das Ding... Nein, das wird sofort schnell. Ich wollte gucken, ob ich es ein bisschen ausbremsen kann und dann mehr Zeit habe, davon wegzukommen. Aber nein, das funktioniert nicht. Können wir auch kurz hier testen. Das kommt sofort hinterher. Egal, wie ich das mache. Ne? Das kommt sofort hinterher. Ich kann es ausbremsen. Ich kann pausieren zwischendurch praktisch. Aber es kommt sofort hinterher. Das ändert also nichts. Es kommt einfach sofort hinterher. Okay, 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 okay. Gut. Das heißt, ich muss am Ende einfach wirklich noch über die Lücken ordentlich drüber kommen. Dann sollte es funktionieren. Ah, ich habe es falsch gemacht. Warum lerne ich nicht? Aber vielleicht gibt es für die Stelle, wo ich gerade am häufigsten sterbe, noch eine bessere Möglichkeit. Das kann natürlich sein. Ach, das wäre natürlich möglich. Nein, das ist der letzte Sprung. Dann kommt schon das lange Fließband. Mann. Oh, jetzt hätte ich sogar das andere Fließband mitnehmen können mit einem ganz kleinen Sprung. Okay. Aber das ist sehr selten. Nice. Und da kommt er aber so schnell hier an. Ich komme da nicht ruhig. Ich muss
sofort springen. Sobald das Fließband zu Ende ist, muss ich springen, 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 springen. Anders kann es nicht gehen. Anders kann es nicht gehen. Der reißt mich sonst einfach komplett mit. Ich hasse es, hier zu sterben. Ich will da hinten hin. Wow. Da ist er irgendwie nicht durch die Tür gegangen. Einfach keinen Bock gehabt, der Junge. Nein! Ich bin doch noch abgesprungen. Man hat sogar gehört. Aber es war zu spät. Aber jetzt ist es auch verständlich, dass das da stoppt. Weil je näher das Ding an mich rankommt, desto langsamer wird es ja wieder. Wenn ich vor dem Ding wegrenne, ist es super schnell. Aber wenn ich... es könnte auch eine Wolke sein übrigens. Es muss eine Wolke sein. Weil ein Mole würde da unten ja verrecken. Es muss eine Wolke sein, die da drin, oder? Kann es... Nee, eine Wolke wird aber jetzt nicht wieder anders. Ah, ich weiß nicht, was es ist. Es ist wahrscheinlich auch egal, was es ist. Ich glaube nicht, dass die Kenntnis des Objektes... Ich bin genau in die Lücke gesprungen! Oh, Mama! Ich habe genau die Lücke getroffen. Das gibt's doch nicht. Oh nein! Dann komme ich endlich mal wieder so weit und dann springe ich in die Lücke da hinten. Das war auch neu. Scheiße. Mensch! Nice. Okay, jetzt. Boah, aber wie soll ich da so schnell durch? Versteht ihr das Problem? Das geht? Ich komme da nicht durch. Der reißt mich komplett auseinander. Wie kommt man da hinten durch? So kurz kann ich gar nicht... Hä? Ich verstehe nicht, wie ich da hinten durchkommen soll. Egal, was ich mache, ich bin zu langsam. Ah, das war dumm. Nee, es funktioniert. Nein! Nein! Wir waren weiter. Wir waren weiter. Fortschritt. Aber was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber ich will es nochmal so machen. Oh nein, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Dass ich da durchkam. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich es nochmal will. Ah. Thank you.
zu kurz, zu kurz, zu kurz. Damit. Zu weit. Ja! Yes! Nee, das ist nicht der First Clear. Gib mir den First Clear. Yes! Oh mein Gott. Immerhin kann ich das Video erfolgreich beenden. Danke fürs Zuschauen, wer es sich bis hierhin angetan hat. Und tschüss.